Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder im Diebesnest bzw. in der Diebesgilde. Und ich habe gesehen, dass hier etwas hängt für uns. Nämlich eine Nachricht von Quinn. Beziehungsweise liegt. Die wollten wir uns direkt mal durchlesen. Gameplayerin, in der Nähe des Nests gibt es einen Ort, an dem ich zum Nachdenken gehe. Könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr etwas Zeit habt? Ich brauche eure Hilfe bei einer persönlichen Angelegenheit. Quinn. PS, der Senffleck hat keine spezielle Bedeutung. Ich sollte mich mit Quinn treffen. Ja, und da haben wir dann eine neue Quest mitbekommen. Hier gibt es noch die Dame der Zisterne. Das kann man sich gerne mal durchlesen, wenn man möchte. Nur mal eben pausieren. Und hier vorne, das habe ich beim letzten Mal noch nicht gezeigt, gibt es das Brett für Aufträge. Da könnt ihr dann die Diebesgilde mitleveln, wenn ihr gerade keinen neuen Auftrag habt. Aber wir versuchen es jetzt erstmal so mit diesen Aufträgen hier. Wir gehen dann hier raus. Und haben sogar noch einen, sehe ich gerade. Ich wette, die Löwengarde kann noch einen starken Ort gebrauchen. Vielleicht gehe ich zum Feldlager und biete meine Dienste an. Ja, mach das. Ich muss aber jetzt erstmal zu Quinn. Das muss ich mir merken. Da steht drin, dass das mit der Hauptstory zu tun hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sagt mir jetzt gar nichts in Bezug auf Hauptstory. Wir müssen Quinn hier oben finden, bei der Magiergilde. Und hier unten gibt es dann nochmal, das ist dann wahrscheinlich das gleiche, ne? Das lange Spiel, genau. Gibt es dann nochmal was von der Hauptstory? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir jetzt hier am besten rumlaufen, sodass wir da... Ach so, Moment, da müssen wir da hoch, ne? Laufen wir erstmal hier hoch. Nein, nicht da runterfallen. Gehst du weiter? So, Quinn, wie auch immer. Es gibt etwas, was ihr über den Grund für mein Erscheinen in Abars Landung wissen müsst. Bei unserer ersten Begegnung erzählte ich euch, ich bräuchte einen Partner, um den Geowessen Schädel zu stehlen. Ich habe euch nie erklärt, warum. Nicht wirklich. Warum wolltet ihr ihn stehlen? Ich dachte immer, mein Vater wäre ein Händler. Dann verschwand er dieses Jahr und ich verließ die Akademie, um ihn zu finden. Es scheint, als wusste ich sehr wenig über den Beruf meines Vaters. Immer wenn er auf Reisen war, verbrachte er seine Zeit in Abars Landung und arbeitete mit der Diebesgilde. Was hat das mit dem Geowessen Schädel zu tun? Auf seinen Reisen brachte mein Vater einen Aushang in allen gesetzlosen Unterschlüpfen in ganz Tamriel an. Mit versprochenen Finderlöhnen für Relikte, die die Diebesgilde suchte. Mir war klar, dass ich mich nicht einfach so nach ihm erkundigen konnte. Ich wollte daher den Geowessen Schädel stehlen und ihn dann gegen Informationen eintauschen. Weiß irgendwer in der Diebesgilde, wo euer Vater ist? Niemand kannte seinen Namen oder sprang auf seine Beschreibung an. Syrah vermutet, er arbeitete mit einem der Diebe zusammen, die beim Mitgiftbeutezug starben. Verbündete der Gilde wurden immer wie Geheimnisse behandelt. Es scheint, als ob nur Nikolas wusste, wie alle Teile zusammenpassen. Übles Pech. Könnte das Eisenrad den gleichen Aushang gesehen haben? Sie müssen ihn gesehen haben. Das letzte Relikt, das die Diebesgilde suchte, dürfte ein verführerisches Ziel abgegeben haben. Das Eisenrad musste einfach nur warten. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand verletzt werden würde. Und ich wollte nicht, dass ihr in ihren Fokus geratet. In Ordnung. Was braucht ihr? Schleicht leise erinnert sich daran, dass die Diebesgilde viele Relikte an Fürstin Sulima in Abars Landung verkauft hat. Mein Vater muss es gewesen sein, der diese Verkäufe eingefädelt hat. Ich will in ihr Herrenhaus einbrechen und seine Spur wieder aufnehmen. Was meint ihr, Partnerin? Ich bin dabei. Trefft mich beim Herrenhaus von Fürstin Sulima, wenn ihr soweit seid. Ich bin nicht fromm, aber heute Morgen habe ich zu Auriel gebetet. Falls wir nichts finden, habe ich keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das ist die einzige Spur, die auch nur ansatzweise in die Nähe meines Vaters führt. Was wisst ihr über Fürstin Sulima? Als ich das letzte Mal irgendwo herumgefragt habe, hat das Eisenrad uns anschließend eine Falle in der Fulstrom-Heimstätte gestellt. Diesmal habe ich nur zugehört. Fürstin Sulima verlässt nur selten ihr Anwesen und hat eine Verbindung zu einem der Handelsfürsten.
Das muss der Grund sein, warum Stadtwachen auf ihrem Anwesen patrouillieren. Mehr weiß ich nicht. Okay. Die ist da hinten. Das heißt, ich muss erstmal der Straße folgen. Mal schauen. Kommt man hier wieder nach rechts? Ja. Da kann ich auch runter. Noch eine. Und hier. So, das ist noch der offizielle Platz. Da können wir noch lang. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir jetzt da hinkommen. Ich glaube, das war hier rum. Bald stehen sie hier. Hi. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worauf wir dort drin stoßen werden. Nach der Sache mit der Fullstromheimstätte sehe ich das Eisenrad schon hinter jeder Ecke stehen. Jetzt ist es soweit. Ich fürchte mich vor wirklich allem. Seid ihr bereit? Bereit. Legen wir los. Nun gut. Gebt mir einen Augenblick, um das Tor zu entriegeln. Leg mal los. Du bist schon weg? Sehr schön. Es ist offen. Kommt schon rein. Ja, ja, ja. So. Bin mir gerade nicht sicher. Hier sind Wachen. Da ist es blau. Wir müssen allerdings nach links. Da sind auch Wachen. Also wir müssen da hinten durch den Eingang. Lalalalala. Es ist hier niemand da. So, einmal rein. Oh, das muss man auch noch aufschließen. Beeil dich. Sehr schön. So, mal schauen, wo müssen wir denn hin? Durchsuch das Herrenhaus. Hab ich mich jetzt erschrocken? Die Leute töte ich dann normalerweise immer. Oh, da hinten ist eine Wache. Da ist was. Sucht nach Hinweisen, das ist aber höher, oder? Wenn ich das hier richtig sehe. Ich muss das mal ein bisschen weitermachen. Umfeld des Hauses. Ne, das ist höher. Genau, da muss ich hoch. Ah, komm. Lalalala. Oh, da sitzt eine Wache. Das ist nicht gut. Ach, jetzt komme ich hier nicht hoch. Steht die da die ganze Zeit? Ich weiß nicht, ob die Wache jetzt hier reinkommt da hinten. Das sieht aber so aus, ne? Wir müssen aber auf jeden Fall da rum, weil da müssen wir nämlich hoch. Okay, die Wache bleibt da stehen. Noch? So viel zu tun, so wenig Zeit. Naja. Die Frage ist nur, wo ist jetzt der Wachposten, der jetzt hier eben stand, ne? So, das könnt ihr euch gerne durchlesen, aber ich muss das ein bisschen schnell machen. Jetzt habt ihr den Ärger. Ihr hättet gehen sollen, als ihr noch die Chance hattet. Aha. Das war gar nicht hier mit der Treppe. Ich sehe schon. Scheiße. Ich gehe mal stark davon aus, die Treppe ist hier vorne bei dem hier.
Der jetzt garantiert wieder, ja, garantiert wieder nach hier kommt. Natürlich. Machen wir es anders. Oh. Oh, Leute, ernsthaft. Tschüss. Das ist der Vorteil, das ist der ganz große Vorteil bei Tesu nebenbei bemerkt, dass man hier immer in ein Versteck rein kann. Allerdings sind die Wachen jetzt natürlich alarmiert, das ist nicht so schön. Wer ist denn da jetzt hinter mir hergekommen? Das war doch eine Wache, oder nicht? Die hatte doch eine Kralle und die hat keine Kralle. Und die hat uns beim Reingehen aber nicht so überrascht hier. So, jetzt sind wir oben. Und haben hier was, was ihr gerne durchlesen könnt. Ich muss es nur ein bisschen schneller machen. Mein Vater schenkte mir dieses Buch als Kind. Bei seinem letzten Besuch nahm er es zum Aufbinden mit. Warum ist es nun im Zuhause dieser Frau? Was war das? Das hier habe ich meinem Vater nach einem Urlaub in Himmelswacht geschenkt. Er nutzte es als Glücksbringer. Was macht es hier? Ich habe auch etwas gefunden. Eine Halskette mit einem alten Schlüssel. Mein Vater trug das hier ständig. Und wo ein Schlüssel ist, muss es auch ein Schloss geben. Ne? Zack. So, wir müssen auf der anderen Seite rein. Das Problem ist, da können wir links rein. Sind aber wahrscheinlich auch wieder Leute, nehme ich mal an. Ne, von wegen Kopfgeld. Wie gesagt, wir können ja jetzt aktuell niemanden umbringen, leider. Ich könnte eine Pause bekommen. Sagt wer? Hoffentlich jemand unter mir. Geh doch mal wieder nach rechts. Genau so, danke schön. Hierher! Ihr! Warum habt ihr Sachen von meinem Vater? Beim Atem, du Wackers! Vor mir steht Zaroldos Tochter! Warum seid ihr in Abars Landung und nicht in eurer Akademie? Ich suche meinen Vater. Woher wisst ihr, wer ich bin? Mein liebes Kind, er ist tot. Als das Eisenrad ihn holen wollte, floh er auf die Dächer. Sie verfolgten ihn und er stürzte ab. Es tut mir so leid. Ihr lügt! Nein, mein Kind. Ich trauere jeden Tag um ihn. Er ist die einzige Person, die ich je geliebt habe. Ihr seid mit Zaroldos Tochter befreundet? Das alles muss schwer für sie zu verdauen sein. Fragt bitte ruhig, was immer ihr wollt. Wenn der Vater von Quen tot ist, warum habt ihr ihr dann nichts gesagt? Quen, was für ein schöner Name. Es ist das erste Mal, dass meine Ohren ihn vernehmen. Bis auf die simpelsten Einzelheiten hielt Zaroldo alles bezüglich seiner Tochter allein für sich. Hätte er doch nur das Gleiche für mich getan. Was meint ihr? Nach Zaroldos Tod erfuhr das Eisenrad von unserer Verbindung und schickte einen Brief, in dem um ein Gespräch gebeten wurde. Das Vermögen, das mir noch geblieben war, wird nun verwendet, um jene Söldner zu bezahlen, die mein Haus bewachen. Sollte ich das Herrenhaus verlassen, wird mich das Eisenrad sicher festsetzen. Was will das Eisenrad von euch? Das habe ich mich auch gefragt. Zaroldo ging in diesem Zimmer seiner privaten Arbeit nach. Und ich ließ es vor kurzem gründlich durchsuchen. Ich habe ein Hauptbuch gefunden, doch der Sinn der Symbole darin erschließt sich mir nicht.
Vielleicht ist es in den Händen von Quen besser aufgehoben. Ich werde es ihr geben. Ich bin äußerst dankbar. Ich vertraue meinen Wachen nur so lange, wie ich sie bezahlen kann. Es wäre also besser, wenn ihr möglichst unauffällig verschwindet. Es gibt einen geheimen Ausgang zur Straße. Und Quen darf gerne zu Besuch kommen, falls sie das wünschen sollte. Ich warte draußen. Dann geh! Oh, ich wusste nicht, dass sie jetzt so schnell geht. Okay. Ich werde hier aber trotzdem ein bisschen schleichen. Hallöchen! Was ist denn mit euch beiden los hier? Giften sich hier so an? Was ist nur mit mir los? Ich bin eine Hochelfin. Ich sollte nicht weinen. Fürstin Sulima wollte, dass ihr dieses Hauptbuch erhaltet. Es muss wichtig sein, wenn das Eisenrad es haben will. Vater liebte einfach seine Rätsel. Ich sollte nachschauen, ob es etwas bedeutet. Vielen Dank dafür. Es ist nicht die Antwort, die ich mir gewünscht hätte, aber ich bin froh, dass ihr an meiner Seite wart. Ja, und wir werden einen Gürtel von Baharas Fluch erhalten. Ich hoffe, es sind jetzt keine Wachen. Ich hoffe, ich kann jetzt hier mal einen Augenblick so stehen bleiben. Weil, ich ja doch ein bisschen viel Kopfgeld habe, gerade aktuell. So, dann werden wir mal kurz schauen. Also, wir haben vom letzten Mal noch eine Schärpe erhalten. Die hatte ich auch noch nicht. Sehr schön. Und da unten ist es. Hänzen von Baharas Fluch habe ich auch noch nicht gehabt. Hier drauf, die kann ich... Achso, deswegen kann ich die nicht sehen. Die kann ich mal eben binden, beide. Sehr schön. Und die muss ich noch weiter zum Main geben. Okay. Ja, da ich jetzt allerdings entsprechend viel Kopfgeld habe, werde ich dieses Kopfgeld jetzt erstmal beseitigen. Und dann werde ich mal schauen, ob es irgendwo in der Diebesgilde vielleicht noch einen Auftrag gibt. Ich denke eher nicht, weil wir jetzt noch kein Level abgemacht haben. Also uns fehlen immer noch 5 kleine Pünktchen zu einem Level ab. Sollte ich entsprechend diese 5 Punkte noch holen müssen, bevor wir eine neue Quest bekommen, dann werde ich das noch eben tun. Da werde ich mir vom schwarzen Brett einen Auftrag holen. Da steht da meistens sowas wie bestiehlt 10 Leute oder sowas. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich wieder jede Menge Kopfgeld kriegen. Aber ich werde danach dann hoffentlich genug Punkte haben, damit wir dann in der Geschichte weiterkommen. Ich sag dann mal einfach, bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.